Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück auf meinen YouTube-Channel. Heute habe ich für euch ein ganz spannendes Make-up-Video. Ich fühle mich immer sehr, sehr gesegnet, dass ich ein ganz tolles Team um mich herum habe mit sehr talentierten Haar- und Make-up-Artists. Und auf dieses Channel habt ihr schon Serena Goldenbaum gesehen und Gogo Cialis. Und heute habe ich ein weiterer unglaublicher Make-up- und Haarstylist hier im Haus. Es ist the one and only Florian Ferrino. Hallo. Und Florian ist seit ein paar Jahren auch an meiner Seite und wir machen ganz spannende Sachen wie Campaign-Shootings, Red Carpets. Florian hat zum Beispiel, ihr habt bestimmt auch dieses Video gesehen, mein großer Auftritt damals bei der König und Königin von den Niederlanden gesehen. Und das hat er auch gemacht. Es war einfach ein Traum. Wir machen super coole Looks und heute hat Florian etwas ganz Besonderes vorbereitet, denn er möchte mich ein bisschen ein Makeover geben, oder? Genau, ich habe mir heute was ganz Besonderes für Silvi einfallen lassen. Und zwar würde ich sie heute gern ein bisschen verändern. Und genau, seid gespannt. Ja, ich bin vor allem sehr gespannt. Ja, wollen wir mal loslegen, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay. Bist du bereit für Makeover? Ja, give me Make-up. Ich bin hier ungeschminkt, Mensch. Das kannst du mir nicht antun. So lange. Sofort. Upsi. So, ach, du brauchst doch fast nichts. Bisschen eingecremt. Die Augenbrauen gebürstet. Welches Foundation benutzt du? Die Laura Mercier Tinted Moisturizer Foundation. Ah, okay, also ist es ein Moisturizer oder ein Foundation oder etwas in between? Ich würde sagen, es ist etwas in between. Und was ich an der total gern mag, man kann die total ganz dünn auftragen, ganz fein, dass es überhaupt nicht nach Make-up aussieht. Oder man kann die auch relativ deckend auftragen. Also es ist eigentlich für alle Hauttypen super geeignet, weil es kommt immer darauf an, wie man die aufträgt. Weil ich kann mich erinnern, weil Florian hat auch mein erster Look gemacht für Love Island. Hast du diese auch benutzt, ne? Ja. Und das ist Fernsehen. Ich meine, genau. Normalerweise, wenn man sagt, oh, ich mache mal eine Basis mit Tinted Moisturizer, das würde man auch nicht denken im Total. Fernsehen. Aber es sah flawless aus. Total. Ja. Und ich meine, man sieht das jetzt auch, die ist total glowy. Man wirklich total viel Feuchtigkeit gibt, aber man kann die auch abpudern und ich pudere dann ja immer nur die Stellen ab, wo ich den Glanz reduzieren möchte und dadurch wirkt die Haut total glowy. Ich bekomme gerade immer, wenn ich mit dir arbeite, bekomme ich so viele Nachrichten auf meine Bilder. Ja? Hey, was benutzt du für den tollen Glow bei Silvi? Und es ist ja kein extra Glow-Produkt, es ist ja einfach nur die Foundation. Geil. Ja, ich glaube auch, dass klar, matte Looks können auch sehr schön sein, aber ich glaube schon, dass bestimmte Stellen mit ein bisschen Glanz schon immer so einen healthy Look sorgen, ne? Total. Und total. Ja, ich bin ja auch ein Fan von Glowy und natürlich gibt es auch Produkte, mit denen man noch mehr Glow gezielt an bestimmte Stellen setzen kann. Ja. So, Foundation ist done. Jetzt kommt Concealer. Das ist unser Favorite, ne? Das ist unser Retoucher. Im wahrsten Charlotte Sinne des Wortes. Tilbury. Genau. Ich finde, das hat sie echt gut gemacht, ne? Also die Produkte haben echt die perfekten Namen. Retoucher, Airbrush Foundation. Genau, ist doch was wir einhören. Flawless Filter. Genau. Ja, die ist schon clever. Aber die Produkte sind auch richtig gut. Die Produkte sind super. Ja. Und ich finde besonders für Events, Fernsehen, Veranstaltungen, wo das Produkt wirklich abliefern muss und den ganzen Abend toll aussehen muss, da sind die Produkte wirklich super für. Ja. Ich finde auch die Videos super von ihr auf YouTube, wo sie dann immer eigentlich die gleichen Schritte macht, ne? Weil sie hat ihre Lidschatten auch so, dass es immer gleich ist, ne? Wie sie es aufträgt. Genau. Krass. Flawless Filter. The Filter. Genau, und da sind wir jetzt wieder bei dem Glow. Genau. Das ist jetzt so ein Produkt, was einen super Glow gibt. Und das setze ich jetzt nur an die Stellen. Welche Nummer benutzt du immer? Für dich die Nummer 4,5. Ja, die habe ich auch. Medium. Ja, genau. Weil ich hatte eine Zeit zu dunkel, muss ich ehrlich sagen. Zu dunkel? Ja. Und das ist das Ding, wenn man
auch ab und zu dann zwischendurch im Urlaub fliegt und dann ein bisschen Bräune bekommt und dann wieder zurück ist und denkt, dass man immer noch so braun ist, aber das ist dann nicht so. Weißt du, was ich meine? Aber eigentlich braucht man auch für Winter und Sommer verschiedene Produkte. Ja, aber heutzutage ist das alles durcheinander und man braucht einfach immer für mich, also 1, 2, 3 Shades. Ja. Obwohl ich versuche wirklich mein Gesicht aus der Sonne zu halten, weil ich habe bemerkt, es ist viel besser, wenn man nicht so braun ist im Gesicht. Mein Körper wird natürlich ganz schnell braun und ich habe mich jetzt abgelernt, was meine Intuition war immer so, ich möchte mein Gesicht angleichen an meinen Körper, aber that's not the right way. Nein. Glaub mir. Ja, nein. So Anfängerfehler. Oh Gott, mit 43 immer noch. Gottes Willen. Es ist so weich, diese Bürste. Mhm. Du hast deine eigene Brush Collection. Ja. Sehr erfolgreich, darf ich auch sagen, weil die sind ja immer weg. Genau, sind ausverkauft gerade. Ja, toll. Mhm. Ja, mega. So, wir haben Foundation, haben Concealer und wir hatten Puder. Welches Puder hast du benutzt? Ich habe jetzt hier das von NYX Cosmetics. Das ist so ein Transparent-Puder, so ein HD-Puder. Ja. Das ist ganz fein. Ganz fein, ne? Und das benutze ich immer zwischendrin zum Setten, damit sich das Make-up gut setzen kann. Ja. Und sich danach nicht mehr bewegt, ne? Genau. Zum Fixieren einfach. Ja. So. Und was ist das? Das ist meine Lidschatten-Base. Die benutze ich immer gerne unter jedem Augen-Make-up, um einfach... Paintpot, genau, Groundwork, so ein leichter Braunton, der schattiert das Auge mir schon mal so ein bisschen vor. Weißt du, welcher Ton es ist? Groundwork. So heißt es auch? Mhm. Okay. Genau. Den kenne ich noch nicht, weil ich benutze auch oft den Paintpot von MAC Cosmetics. Ja, und welchen? Das ist eher so dieses Ivory. Ivory. Dieses, oder welcher Ton ist danach ein bisschen wärmer? Keine Ahnung. Also es ist dieses, die ganz viele benutzen. So irgendein Shade, wie ganz viele. Ja. So ein, man muss immer dran denken, Klassiker, dass man den Deckel drauf macht, ne? Ja, weil der trocknet aus. Der trocknet aus, genau. Mir auch schon passiert. Ja. Ja, und die sind echt super, weil da verrutscht halt der Lidschatten auch nicht mehr. Der hält den wirklich den ganzen Tag. Das ist ganz toll. Und auch gerade, wenn man ein Schlupflid hat und durch die Wärme von der Haut sich der Lidschatten dann irgendwann bewegt. Ja. Dafür ist der hier wirklich super. Ja. Ich benutze ihn auch gerne unterm Auge für die untere, für das untere Lid. Nee. Ich weiß es nicht. Das fragst du die Holländerin. Ich weiß es nicht. Was ist es? Die unterste Wimperlinie? Am unteren Augen. Wimpernkranz. 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 Also, ihr habt Wörter. Gibt es im Holländischen nicht Wimpernkranz? Nee. Wir sagen einfach Wimpertjes. Ah ja, Wimpertjes. Nein, ich mache immer ein Späßchen, dass wir alles verkleinern, was wir auch machen. Aber wenn wir sagen, wir kleben Wimper, dann sagen wir the blacke Wimpertjes. The blacke Wimpertjes. Ja, genau. So, ich habe mir für dich ja heute überlegt, dass wir ein schönes, glamouröses Auge machen mit lila Tönen. Ich finde, es passt total schön zu deinen grünen Augen. Ah. Deshalb fange ich jetzt mal an. Mit einem hellen lila Ton, um einfach mal dem Auge auch schon so ein bisschen Form vorzugeben. Oh. Und geil. Schon mal ein bisschen einzulegen. Schon anders, als ich normalerweise mache. Mhm. Ich liebe es. Deshalb, wir machen es heute alles ein bisschen anders. Ja. Ja, wir haben es schon angekündigt, ein kleiner Makeover hier in Hamburg. Also ich freue mich sehr. Mhm. Und diese Lidschatten ist von Huda Beauty, ne? Genau, es ist eine Huda Beauty Palette. Die ist schon ein bisschen älter. Die haben schon so 3, 4 Jahre. Mhm. Und das sind so tolle, krass pigmentierte, pigmentierte Farben. Ja, ja, ja. Naja, lila ist natürlich super für grün. Also um das nochmal richtig rauszuholen. Ja. Ich dachte mir, wenn jemand ein glamouröses Lila in das Auge tragen kann, dann ist es Ricardo. Dann du. Auch? Ja, genau. Also ich glaube, Ricardo und ich sind auf jeden Fall beide glamourös. Auf jeden Fall meine Glam-Lieblinge. Ja, das sind schon Glam, beides.
Ich mag das auch zu experimentieren mit Farben, mit ja. Looks, mit Haaren. Und dazu braucht man natürlich auch immer Leute, die dazu bereit sind. Klar. Und das ist auch nicht jeder, weil viele Menschen oder viele Leute, mit denen ich arbeite, die wissen genau, wie sie aussehen möchten und ja. was sie für einen Look haben möchten, was auch gut ist. Ja. Aber die sind oft nicht so bereit, Dinge auszuprobieren. Mhm. Deshalb mag ich das besonders mit dir und auch mit Ricardo. Ihr seid immer offen für, ja. für Ideen oder mal für was Neues. Ja, absolut. Ich meine, wenn man dann schon einen Menschen wie du an der Seite hat, dann ist es natürlich schön, auch das ganze Spektrum zu nutzen. Mhm, ne? Weil klar. da gibt es so viele Möglichkeiten. Total. Und ich liebe es auch, glamourös zu sein, weil es ist auch ein bisschen Teil von meiner Persönlichkeit. Total. Und damit kann man auch schön spielen. Obwohl ich sagen muss, natürlich, nach so vielen Jahren in dieser Business weiß man auch, wie man aussieht und wie man total. Aussehen möchte. Ne? Verstehe ich auch total. Ja. Deswegen ist heute so toll, dass wir das ausprobieren. Genau. Weil ich finde das auch wirklich ein geiler Look, zum Beispiel für Silvester oder genau. weißt du, für diese ganze Party-Monate, ja. die jetzt kommen. Nach oben schauen. Genau, und ich finde, Make-up ist immer schön und soll auch schön sein, aber es muss auch Spaß machen. Ja. Man muss auch mal was ausprobieren. Klar. Und mal so aus seiner Komfortzone rausgehen, um zu gucken, so hey, ja. Das geht vielleicht auch. Weil ich kenne das ja auch von mir. Jeder hat seine Techniken und hat seine Lieblingsprodukte, die immer funktionieren und die man auch immer benutzt. Ja. Und klar. Ja, einfach mal was Neues ausprobieren. Ja. So, als nächstes nehme ich so einen purplefarbenen Kajal, Rich Purple. Oh. Das passt ja. Von MAC? Von MAC, natürlich. Mhm. Und genau, schattiere schon mal das Auge oder gebe dem Auge so diesen, ja. diesen Eyeliner. Das, was du machst, ist ein klassisches Smoky Eyes, aber dann mit Farbe. Genau, mit Farben. Oh, genau. Geil. Okay. So war der Plan. Mhm. Auge einmal schließen. Gehen wir hier ganz dicht an der Wimpernkranz. Da haben wir das Wort wieder. Der Wimpernkranz. Der Wimpernkranz. So ein schönes Wort. Ja. Ja, aber es erinnert mich an Weihnachtskranz. Ja? Mhm. Auch geschlossen. Blumenkranz. Strauß. Wimpernstrauß. Genau. Aber eigentlich macht es Sinn, weil es ist natürlich auch ein bisschen Kranz. Ja. Um die Augen. Sehr ein Kranz. Ja. Also man lernt immer wieder neue Wörter. Mhm. Das ist jetzt schon jahrelang hier Deutschkurs. Mhm. Mein Leben ist ein großer Deutschkurs. Ein großer Deutschkurs. Ja. Ich finde auch Deutsch so für. Bin ich Deutsch auch schon schwierig? Nee, ich finde, es ist schon schwierig zu lernen. Ich meine, zum Beispiel, wenn man jetzt als Deutscher Englisch lernt, ist es ja viel einfacher. Es ist natürlich für jemanden aus Holland ein bisschen einfacher, weil viele Ähnlichkeiten da sind. Aber trotzdem kann man es nicht unterschätzen. Es ist auch die Grammatik. Bisschen zu mir drin? Geht das nicht? Ist auch wirklich, ja, die so schwierig machen, diese Sprache. Ja, total. Ja, man, es ist auch so schwierig zu erklären. Warum sagt man das Haus und nicht die Haus oder der Haus. Ja, klar. Und wir kennen das auch nicht, dass Worte vor irgendein Wort auch dafür sorgen, dass alles sich ändert. Weißt du? Mit welcher Bürste machst du das? Das ist so ein ganz schmaler Pinsel. Ich weiß nicht, wie man den nennt. Ich sage dazu immer Katzenzunge. Echt? Das ist gut. Das, ja, verstehe ich. Das ist so ein bisschen fester. Ja, ich habe den auch immer schön, dabei. Schön aufnehmen, weil die Kajalstifte von MAC, die sind relativ fest, die sind nicht so wachsig, die sind nicht so weich und da braucht man schon eine festere Bürste, sonst kann man die nicht, sonst kann man nicht verblenden. Nicht blenden, ne? Genau. Mhm. So gerade. Mal gucken, das ist auch immer so eine Challenge, dass es gleich aussieht. Ja, klar. So ungewohnt, dass es so leise ist, weil normal, wenn wir Make-up machen, hören wir immer deine Musik mit deiner Box. Sie hat nämlich immer ihre Musikbox dabei. Auch morgens um 4. Ich weiß, aber dann habe ich chillige Musik. Ja, das stimmt. Ja? French
Bistro. Oder was haben wir letztens gehört? French Coffee Lounge. Super Playlist. Genau. Das sind so Covers. Das ist ein bisschen französische Art. Aber ich liebe Musik halt, ne? Mhm. So, weiter im Programm. Schließen das auf. Jetzt gehe ich hier nochmal mit einem dunkleren lila Ton. Mhm. Praktisch über den Kajal drüber. Mhm. Das auch nochmal zu fixieren. Ja. Schattiere mir das Auge hier hinten nochmal ein bisschen dunkler. Für die Dramatik. Dramatik. Die Dramatik. Ich kenne noch niemanden, der immer so hoch konzentriert seine Augen offen halten kann, egal was ich am Auge mache. Also voll oft erschrickt man oder zuckt mit dem Auge, aber bei Silvi, die ist da immer on point. Du bist wahrscheinlich auch schon 1 Milliarde Mal geschminkt worden. Mhm. Bist das gewohnt, wenn jemand anders so dicht am Auge arbeitet? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte das von Anfang an. Wenn ich Make-up bekommen habe für meine erste Fernsehsendung, da war ich 25, weißt du? 25. Ja. Also vor 8 Jahren. Genau. Ja. Sagen wir es vor 8 Jahren. Hm. I wish. Nein. No, I don't wish. Nee. Ich bin happy. So mit meinem Alter auch und wofür ich stehe, was ich geworden bin. Weißt du? Und weiter geht's mit den Augen. Und weiter geht's. Ich habe jetzt die ganze Zeit so matte Lidschatten benutzt und jetzt kommt hier so ein schöner, glänzender Sparkle. Nicht wirklich Sparkle, aber so ein Metallic. Metallic, du sagst es. Pink, ne? Sehe ich. Ja, so pink-lila, genau. Pink-lila. Schließen. Das mache ich hier in die Mitte vom Auge. Mhm. Jetzt hier mit einem relativ festen Pinsel auf. Mhm. So ist die Pigmentierung ganz. Genau, je fester der Pinsel, desto mehr, also desto deckender wird der Lidschatten. Ja. Was ich dann auch mal ganz gerne mache am Schluss, wenn ich es noch intensiver haben möchte, mit dem Finger. Ah, ja. Ich mache meistens so am Ende so ein bisschen. Meistens haben diese Charlotte Tilbury Lidschattenpaletten auch immer so ein Shimmery. Farbe da dabei und das mache ich dann immer mit dem zum Finger. Highlighten. Genau. Drüber. Ja. Mhm. Ich dachte, dass du wahrscheinlich irgendwas mit Wasser dann noch machst oder so. Mit Wasser? Mhm. Ich dachte, dass wenn man den Pinsel ein bisschen nass macht. Und ach so, genau, ja, das macht das Pigment auch. Da kann man auch zum Beispiel dann so einen dünnen Eyeliner mitziehen oder so. Ja. Das geht auch, ja. Ja. Oder so ein bisschen Prep and Prime von MAC. Ne? Genau. Und dann nach oben schauen. Aber ich glaube, diese Huda Beauty hat oft so sehr pigmentierte Lidschatten. Ja, die sind super pigmentiert, genau. Das ist ja auch so Huda Beauty. Das ist arabisch, ne? Genau, und das ist ja auch immer a lot of everything. More is more, auf jeden Fall. Genau mein Ding. Würde ich jetzt an die Wimpern gehen. Mhm. Magst du es selbst machen oder soll ich das machen? Egal für mich. Traust du mir? Die manche wollen es immer lieber selbst machen. Mal nach unten schauen. Nee, nur mit dem Auge, genau. Gut. Yes, perfekt. Mach das auch immer. Die Wimpern curlen. Ja, immer. Das macht auch total Sinn, ja. Weil dadurch wird das Auto automatisch schon geöffnet. Genau, das ist super. Das ist echt eine tolle Mascara, die ist von MAC. Das ist wirklich meine All-Time-Favorite-Mascara. Das ist schon sehr, sehr gut. Weil man kommt mit der so dicht an den Wimpernkranz. Ja, genau. Dieser Kranz. Der Kranz, schon wieder, Mensch. Der Kranz. Ja. Ah. Schauen wir nach unten. Mhm.
lege mir dann immer gerne so ein Tuch drauf. Ja. Und dann kann man die nämlich schön hochbiegen. Ja. Was schon für einen Unterschied macht zum anderen Auge. Einfach krass, nur Wimpertusche, ja. Was es macht. Interessant. Ich finde auch, man fühlt sich komplett anders, wenn die Wimpern auch getuscht sind. Hm. Irgendwie. Dreh dich mal ein Stück zu mir, genau. Nach unten schauen. Genau. Mhm. Fühlt sich fast an wie so ein Wimperlifting. Ja. Na, wenn so, dann werden ja. So Pads auf die Augen gelegt und dann werden die, so die Wimpern so hochgekämmt mit so irgendeiner Flüssigkeit. So. Tadam. Tadam. Das ist jetzt schon ganz schön wawawu, aber es kann nie genug wawawu sein. Da geht noch was. Da bin ich mir sicher. Kenn dich doch. Ja. Lashes. Lashes, Lashes, Lashes. Für den Wimpernkranz. Für den Wimpernkranz, dass er noch schöner wird. Noch schöner. Ich warte immer ganz gern, bis er so ein bisschen durchsichtig wird, weil dann klebt er auch richtig. Mhm. Ja, ein bisschen, ja. Und ich mache es auch immer so. Ja, dass es ein bisschen weicher wird, ne? Habe ich vorher schon gemacht. Ach so, das ist schon gepreppt. Sehr gut. Aber das ist auch ein sehr elastisches Band hier. Ja, das ist super. Das ist umso besser und auch wenn man Wimpern trägt, also ich nehme an, du trägst keine Wimpern geklebt, selten, ne? Aber es ist schon wichtig. Total. Aber du trägst ja eigentlich auch lieber einzelne Wimpern, ne? Mhm. Aber der letzte Zeit, muss ich sagen, finde ich es auch schön, ein natürliches Band. Bänder. Ja. Ich glaube, wenn du dich auch selbst schminkst, ist es ja viel einfacher, wenn du den Band klebst, anstatt einzelne. Ich kann keine einzelnen. Das überhaupt schwierig. Nicht. Schwierig. Das kann ich. Aber weißt du, dass ich es am besten kann, wenn die Wimpern schon einmal getragen worden sind? Ja, dann und haben sie sich schon an deine Augenform und angepasst. Und dann ist es ganz easy. Aber auch nicht ohne ein vergrößerndes Spiegel. Ja. Leider, die Zeiten sind vorbei, dass meine Augen so gut sind. Heute mache ich das ja. Sehr gut. Wir brauchen es noch dramatischer und dafür verdichte ich dir jetzt den Wimpernkranz. Nochmal mit Schwarz. Es gibt dann doch nochmal ein bisschen mehr Tiefe. Ja. So. Innere Wasserlinie, die Wasserlinie. Mhm. Kann ich das machen oder magst du es selbst machen? Ja? Okay. Und jetzt mal nach oben schauen. Geh nochmal hier rein. Dramatisch. Ich mache jetzt mal clean up von der Haut. Dann machen wir Contouring, Lippe und dann haben wir es schon. Ja. Schon. 2 Stunden später. Easy Make-up. Quick 10 minutes. Quick. All in the name of beauty. Mhm. All in the name of glam. Glam. Was für ein Glam. Mhm. So, dann machen wir noch ein bisschen Contour. Mhm. Das Produkt lieben wir auch beide sehr, ne? Ja, ich liebe es. Ja, was es sehr natürlich ist. Genau. Und auch einfach. Weil ich war nie so gut in Contouring. Mhm. Und wenn ich es mache, dann muss es ein Produkt sein, was easy ist. Genau. Ja, es lässt sich auch wirklich gut, verblenden mit der Haut. Und, ja. Mal hier gern nochmal so ums Kinn rum. Mhm. Einfach nochmal so eine schönere drauf haben. Ja. Könnte einschlafen. Dann woke up like this. Yes, exactly. Good morning. Morgen.
Das Schöne ist, du hast ja schon so schöne, schöne Wangenknochen. Danke. Braucht man eigentlich nur zu unterstützen. Ja. Deswegen mache ich es auch nicht immer. Ich mache dann immer so ein bisschen Heul mit Cheeks Highlighter und dann Blush. Das Oberste dann akzentuieren, weil genau. Dann hier unten ist es dann sowieso ein bisschen dunkel. Ja, ja, und es kommt ja auch immer auf den Anlass an. Also ich sag mal, für Fernsehen oder Red Carpet oder so musst du das machen, sonst durch das ganze helle Licht ist es ja dann alles weggeblitzt. Richtig. Genau. Deswegen viele Menschen sagen mir immer, auch Sylvie, du kannst dir selbst so gut schminken, dann kannst du es doch immer. Und ich sage immer nein, weil Lichteinschätzung für Fernsehsendungen oder Red Carpet oder Fotoshooting ist ganz anders. Und da bemerkt man einfach, ja, du kannst gut sein in Hair und Make-up, so ein bisschen für dich selbst, aber es ist noch eine ganz andere Sache, wenn es nochmal für so etwas ist. Genau. Weil tatsächlich ganz viel fällt weg. Total. Ja. Absolut. So, noch ein bisschen Puder. Und jetzt switchst du auf das ist jetzt, Liebling. Genau. Gott, ich liebe dieses Puder. Das ist auch ein bisschen heller. Und jetzt gehe ich hier unterm Auge an die Stellen. Das ein bisschen heller mag. Ja. Und für den Rest nehme ich wieder das andere. Oh, mein Magen knurrt. Hast du Hunger? Ja, du hast Hunger. Ich habe das auch manchmal. Und dann drehen wir und dann sagt Liv, du musst das alles rausschneiden. Du kannst nichts davon nutzen. Mhm. Nase-OP? Nase-OP ein kleines bisschen. Nicht, dass du das bräuchst, aber wie gesagt, starkes Licht und so. More is more. More is more. Es wäre so perfekt gewesen, wenn wir heute eine Premiere hatten oder so. Mhm. Weißt du? Ja. Google doch mal, was heute los ist in Hamburg. Ich bin einfach hin. Let's do some lips. Yes, please. Genau, Lippen machen wir nude oder dezent, da wir ja schon ein relativ auffälliges Auge haben. Das ist Iconic Nude. Den liebe ich. Auch da ist der Name wieder Programm. Also wirklich super, super Namen hat die sich da einfallen lassen. Ja. So, und dann haben wir... Pillow Talk wahrscheinlich? Nee. Oh, Penelope. English Beauty. English Beauty? English Beauty. Muss eigentlich Dutch Beauty heißen. I know. Auch ein schöner Nude-Ton. Oh, final touch. Also ich würde sagen, Make-up ist on point. So, das ist unser Make-up-Look, full on glam, because more is more. Lilac Eyes, Nude Lip, Glowing Skin. Ich meine, das ist echt ultimative Glamour. Aber jetzt natürlich die Haare noch. Florian, was hast du da ausgedacht? Ja, wir haben ja gesagt, wir machen eine kleine Typveränderung heute und machen einen Look-Change. Und deshalb habe ich die Schere dabei und wenn du da bereit bist, dann... Ich dachte, wir machen Bun oder so. Naja, nee, also wenn dann, also Look Change ist halt Look Change, ne? Dann muss halt schon auch eine neue Frisur her. Ah! Okay, let's do it. Wird super. Ich hole schon mal alles. Tada! Ich habe einen Bob. Und, wie magst du's? Ich liebe sie. Ich sage sie, weil natürlich sind meine Haare nicht wirklich geschnitten worden. Aber ich finde es so toll, was man heutzutage mit Hairpieces und Perücken alles machen kann. Ja, total. Du zauberst hier eine komplett neue Frau. Genau. Deshalb, ich dachte, wir probieren es einfach mal aus. Und mir war klar, dass dir die Frisur super gut stehen wird. Deshalb dachte ich, ich bringe mal die Michelle mit. So heißt das Modell. Ja, Michelle und, Pfeiffer. Genau. Ich finde, es steht dir umwerfend gut. Ich bin so glücklich. Ich meine, wir müssen jetzt irgendwie ausgehen.
Genau, eigentlich müssen wir jetzt irgendwo hingehen. A night on the town. Auf jeden Fall. Dieser Look verdient es auf jeden Fall. Wenn nicht heute, dann machen wir das ganz bald für ein Event. Vielen Dank, Florian. Sehr gerne. Danke, dass du so offen warst und mitgemacht hast und dich darauf eingelassen hast. Ich bin so happy damit und ich bin sehr gespannt, was mein Mann zum Beispiel sagt. Ich werde ihm dann nachher FaceTime und ihm noch nichts verraten. Okay, guys, ich hoffe, ihr habt dieses Video gemocht. Wenn ja, dann gib's bitte ein Like. Hit the bell also for a notification und natürlich follow mich, wenn du noch nicht das machst. Ist das richtiges Deutsch? I don't know. Folg mir. Oh, folg mir, okay. Folg mir, wenn du das noch nicht machst. Und nächstes Video ist wahrscheinlich wieder auf Englisch, weil Deutsch ist immer ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Vielen Dank, mein Schatz. Mua.